100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, ein denkwürdiges Datum für Deutschland. Das Ende des Ersten Weltkrieges, die Verheerungen aus dem Ersten Weltkrieg, die Zerstörungen in ganz Europa. Und Deutschland rappelt sich auf und versucht, einen neuen demokratischen Weg aufzubauen. Das Ende des Systems, des Kaiserreiches, der Fürstentümer und der Beginn von etwas Neuem. Eingebettet mit neuen Ideen. Auch in Weimar angesiedelt, 100 Jahre Bauhaus. Eine Kombination und ein Übergreifen von Ideen. Und 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung ist das Fundament, auf dem alle späteren Verfassungen in Deutschland aufgebaut worden sind. Und in der Form des Verfassungsstaates, in der wir heute wie selbstverständlich leben, müssen wir immer wieder darauf hinweisen, die Geburtsstunde war vor 100 Jahren im Deutschen Nationaltheater. Deswegen wollen wir zu den Themen 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und 100 Jahre Bauhaus die Menschen einladen, darüber nachzudenken, woher wir kommen, um darüber Kraft zu finden, wohin wir gehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Freiheit, die uns die Verfassung gibt, die Menschenrechte, die Bürgerrechte, auch dort zu überprüfen. Denn auch 100 Jahre Gleichberechtigung der Frau, Frauenwahlrecht, geht einher mit der Gleichberechtigung der Wählerinnen und Wähler. Denn tatsächlich sind es nicht nur die Frauen gewesen, die Wahlrecht bekommen haben. Das ständische Wahlsystem wurde beendet. Jede Person hatte eine Stimme, eine gleiche Stimme. Und Frauen müssen genauso ernst genommen werden, wie die Männerdominanz vorher versucht hat, die Frauen fernzuhalten. Tatsächlich auch die Freiheitsrechte in den Betrieben. Also, wenn wir heute wie selbstverständlich Tarifverträge kennen und tarifliche Bindungen kennen, ist das etwas, das genau vor 100 Jahren begonnen hat. Deswegen geht es nicht nur um eine nostalgische Betrachtung, sondern es geht um eine Betrachtung, woher wir kommen, wohin wir wollen. Und die Essenz von Weimar ist nicht am Ende im Chaos untergegangen. Nicht Weimar war schuld daran, dass am Ende die Barbarei noch einmal 12 Jahre Europa verheert hat, sondern der Geist der Freiheit ist es, den wir als Ausgangspunkt nehmen und wählen müssen, um in der heutigen Zeit auch die heutigen Freiheitsrechte und Bürgerrechte verteidigen zu können. 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung. Eine spannende Zeit, ein spannendes Datum. Seien Sie gespannt.